Hallo, ich habe gedacht, wir machen heute einen Topfenkuchen, also Quarkkuchen, weil ich finde den eigentlich voll gut, weil das sind eigentlich Zutaten, die man normal immer zu Hause hat. Und von daher ist es eine gute Sache, eine schnelle Sache, ist schnell zusammengerührt, kann dann ab in den Ofen und fertig ist die Sache. Und ich würde sagen, wir fangen an mit den Zutaten. Und zwar, was brauchen wir? Wir brauchen einmal 125 Gramm Quark, dann 125 Gramm Puderzucker, 125 Gramm Butter, dann 135 Gramm Mehl, da sind noch 15 Gramm Stärke mit dabei, dann 3 Eier, die habe ich jetzt hier schon mal getrennt, dann ein halbes Päckchen Backpulver und Zitronenschalenabrieb. Da könnt ihr natürlich auch gern frische von einer Bio-Zitrone nehmen. Und ich nehme übrigens die kleine Springform, wie immer. Dann starten wir. Und zwar fangen wir an, uns Eischnee zu steif zu schlagen. So, dann geht's weiter. Und zwar Puderzucker, die Butter, na, komm schon raus. Eigelb und was ich vorhin bei den Zutaten eben vergessen habe, habe mich nämlich schon gewundert, und zwar Vanillezucker. Und das kann man jetzt erstmal verrühren. Wenn wir das haben, können wir jetzt den Quark oder Topfen dazugeben und Zitronenschalenabrieb. Und wieder verrühren. Dann geht's weiter mit dem Mehl und der Stärke. Und dem halben Päckchen Backpulver. Also ich gebe jetzt alles, weil das war schon offen. Nicht, dass ihr euch wundert. So. Und das Ganze tun wir jetzt wieder verrühren. Und zu guter Letzt können wir dann noch den Eischnee unterheben. Und dann kann das Ganze auch schon in unsere Form. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es gesagt hatte. Ich glaube nicht. Also den Ofen habe ich auf 160 Grad schon eingestellt. Aber vielleicht habe ich es auch schon gesagt. Und jetzt kann das Ganze ab in den Ofen. So, und schon sind wir wieder fertig. Also ich finde den Kuchen wirklich total, total super und lecker. Ich zeige ihn euch auch gleich, weil der ist halt nicht so wie ein Sandkuchen. Der ist, hat ja doch immer eher was bisschen Trockeneres. Und das hat der halt überhaupt nicht. Der ist richtig schön fluffig. Und ja, und wie lange war er im Ofen? Genau eine Stunde war er im Ofen, bei 160 Grad. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich ihn euch. Und zwar so sieht das Ganze aus. Hier das Stück. Und jetzt finger ich das mal an, auch wenn man das normal nicht macht. Aber ihr seht, der ist total weich. Also der ist nicht so fest. Der ist wirklich richtig schön fluffig. Und ja, einfach lecker. Dann macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!